Selten, dass. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so gut ausgerüstet waren. Wir müssen leider einen großen Bogen machen. Da war nur ein roter Busch. Vom Stein war, aber es sah ein bisschen komisch aus. Ich glaube, unser Tod ist tatsächlich, unser menschlicher auch, weswegen die anderen hier gestorben sind. Wir sind zu neugierig und haben zu oft Langeweile. Mit Geduld und warten, wie ich das mit der Spinne meinte. Ich glaube, werden wir deutlichst erfolgreicher. Sowohl was den Loot angeht, als auch die Killerquote. Und also tot zu killen im Verhältnis. Dann könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Hättet ihr gewartet oder wärt ihr jetzt auch losgegangen, wie ich das jetzt für euch tue? Tatsächlich mache ich das jetzt für euch. Für mich wäre ich nicht losgezogen. Das wäre mir der Loot einfach nicht wert. Worauf ich jetzt momentan aber gar keine Lust hätte, mich neu aufzuluten. Wieder hier hinlaufen, wieder looten, wieder Server-Tops. Das, nee. Ich glaube, wenn ich sterbe, mache ich tatsächlich eine Aufnahmepause. Dafür ist das Looten zu anstrengend. Was ist das Blaue da? Sind die Büsche, ne? Ja. Die Texturen werden nicht richtig geladen. Super. Ja, wir müssen noch ein bisschen. Ja, sprinte doch einfach mal, ist auch okay. Ich vergesse, dass wir hier auch essen müssen. Oh, muss ich ja gleich losziehen, mir mal Essen holen. Habe ich nicht mitgenommen, ne? Ich weiß nicht mal, was in der Box ist. Oh. Vielleicht haben wir Glück, wartet mal. Ja, genau so macht man das. Okay, zu essen war nichts drin.
Ich dachte gerade, wie gehen wir denn hier am taktischsten vor, um die Gegner zu finden? Die können ja überall sein. Und die warten wahrscheinlich. Das Problem ist, wir werden, wenn wir getroffen werden, kein neues Blut mehr bekommen, dadurch, dass wir hungrig sind. Das Geräusch war gerade komisch mit dem Vogel. Mit dem Knacken. Gott, dauert das lange, bis es anhebt, das Ganze. Ich dachte auch gerade, wir könnten auch die Batterie theoretisch aus dem Distanzmesser rausnehmen und hier in das Scope reinpacken. Zombie. Wir müssen uns gleich hier wirklich was zu essen holen. Das ist blöd, weil dann müssen wir hier aus vom Flughafen wieder ein bisschen runter. Okay, hilft nichts, müssen wir. Wir müssen uns kurz was zu essen holen. Doof. Doof, 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 doof. So eine Dose Thunfisch hält halt nicht besonders lange. Das kann ich mir sogar vorstellen. Ich bin zwar jetzt kein Thunfischesser, aber ich kann mir das wirklich vorstellen. Das ist nur ein Kreuz oder so ein Wegeskreuzchen. Keine Ahnung. Da kenne ich mich tatsächlich nicht so aus, was diese einzelnen Wegesschilder von Menschen sind, die nicht Straßenschilder sind, bedeutet. Vielleicht ist das ja so ein Ortsschild, ein Kreuzschild oder irgendwelche. Vielleicht ist ja jemand verunglückt. Ich habe da keine Ahnung, wie sie aus. Das war aber kein Jesuskreuz. Ich weiß nicht, was das war. Das waren ganz, ganz viele Bretter einfach nur so. Wir könnten sonst hier ein paar Äpfel pflücken. Der Bug funktioniert leider nicht mehr. Das heißt, das Pflücken wird auf jeden Fall Zeit in Anspruch nehmen. Wir holen uns Äpfel. Wir wollen ja hier weitermachen. Und dazu lege ich meine Waffe hier mal ab. Gute Waffe, bleibt da. Schwebt in der Luft, ist okay. Ich habe gerade auf Suchen geklickt, habt ihr es gesehen? Funktioniert nicht. Cool. Jetzt hat er es gemacht. So, haben wir uns ein paar Äpfel geholt. Ein paar Äpfel.
Äpfel, ihr wisst, die funktionieren hier super. Finde ich ein bisschen schade. Das fand ich zum Beispiel bei Battlegrounds, finde ich das auch ein bisschen netter, dass das ohne den ganzen Mist funktioniert. Also Essen und sowas. Aber vielleicht wollen ja einige das tatsächlich so realistisch spielen. Dann bringt es, aber ich finde dieses Farmzeug nicht gut. Da finde ich das mit den Tiere jagen ganz nett. Und Feuer machen finde ich ganz cool. Angeln finde ich auch noch eine ganz nette Idee. Sich selber Felder anzubauen, weiß ich nicht. Nein. Wenn das darum geht, du hast aber auch irgendwann Hunger und du kannst nicht ewig ohne. Ja, aber so schnell wachsen auch keine Pflanzen und nichts. Also egal, wie man es begründen möchte, es ist irgendwie nicht geil. So, es sollten alle Äpfel gewesen sein. Sieht zumindest soweit gut aus. Dann können wir weitermachen. Beweise sind beides nicht hellgrün, dass wir sofort wieder Blut bekommen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir auch langsam Blut bekommen. Auf jeden Fall haben wir keinen Hunger mehr. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Haben wir uns mit einem Kilo Äpfel voll gestopft. Ich dachte gerade, wenn jetzt hier im Wald vor uns einer ist, sind wir, glaube ich, mit dem Schalldämpfer und mit dem nicht existierenden Rotpunkt auf dem Rotpunkt tatsächlich besser dran. Ich habe ein schlechtes Gefühl, Leute. Mal gucken, ob sich unser schlechtes Gefühl auch tatsächlich bewahrheitet. Früher konnte man rüber gucken, das haben sie ja leider weggemacht. Ah, ist ja auch ein schöner Bug. Geht auch nur in eine Richtung, ne? Ja, naja. Ich könnte schwören, die Schüsse kamen nicht von hier. Ich bezweifle, dass wir die jetzt noch finden werden. Ist das ein Zombie? Ja, ne? Ja, das sind Zombies. Ich weiß nicht, ob das ein Typ mit Gilly ist. Da geht einem langsam wieder die Pumpe. Okay, hier werden die nicht sein. Das ist nur ein Baum, okay. Baumstumpf.
Ja, der Zombie da könnte ein Problem werden. Wir gehen in die Höhle des Löwen. Ich dachte gerade, wo wurde denn auf wen geschossen? Wir sind ja doch schon sehr weit. Wir sind fast bei der Feuerwehr. Ich fühle mich ein bisschen zu weit, um ehrlich zu sein. Ein gutes Gefühl habe ich nicht. Schnell den Status gecheckt, ob der wieder gefallen ist. Auf wen wurde von wo geschossen? Ich sehe keine Leichen. Ich versuche gerade Spieler und Leichen zu sehen. Denn wenn auf irgendwas geschossen werden musste, und zwar so wie geschossen wurde, das war ja kein Zombieschuss, dann müsste man ja eigentlich irgendwann mal was sehen. Schön geduckt laufen. Bloß nicht auffallen. Wir sind der Wald. Genauso müssen wir uns verhalten. Na gut, der Wald läuft nicht geduckt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin kurz davor, dass wir sagen, wir gehen wieder zurück. Jetzt haben wir uns so weit vorgewagt. Wir sehen nichts. Das ist eine schöne Feuerwehr, aber er hat sie wenigstens noch nachgeladen.